Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Phyllis. Heute will ich euch zeigen, wie man aus Kastanien Waschmittel macht. Kostengünstig, umweltfreundlich und immer parat, wenn man sie sammelt. Und da kommen wir auch schon zu dem Stichpunkt. Man muss sie erstmal sammeln. Hier ist eine schöne Kastanienallee. Und die hier liegen massenhaft rum. Ein bisschen fleißig war ich auch schon. Und das macht Spaß. Mit Kindern natürlich noch mehr. Also, erstmal sammeln und dann geht's weiter. Hier nur meine Ausbeute meiner Kastaniensammlung. Es ist ein schöner großer Beutel rausgekommen. Mein Vorrat an Waschmittel über den Winter. Ja. Die Kastanien, die trockne ich jetzt nicht, sondern ich verarbeite sie gleich weiter. Ich habe gemerkt, es ist besser, als die nachher getrockneten harten Kastanien zu verarbeiten. Sie lassen sich schlechter schälen. Schälen deshalb, theoretisch kann man die Kastanien auch gleich so nehmen, also zerhauen, ne, mit einem Hammer zerhauen, draufkloppen. Am besten auf einen Stein, das macht sich nicht so gut, wenn ihr das drin macht. Also macht es draußen, sucht euch einen schönen, stabilen Untergrund, einen steinigen Untergrund. Und da zerhaut ihr die alle, ne, mit einem Hammer. Dann gehen die ganz gut auseinander. Und dieser Inhalt ist bei den frischen Kastanien noch sehr, sehr weich. Man kann es also tatsächlich richtig aus der Schale schälen und das geht also bei den Weichen wesentlich besser, so richtig abschälen, als wenn sie nachher getrocknet sind. Deswegen mache ich das immer lieber so, dass ich die ganzen Kastanien jetzt, wenn sie so frisch sind, schäle, abends so vor dem Schlafen gehen, noch eine kleine Beschäftigung. So, das sind dann die Schalen. Ihr seht, ich war schon ganz fleißig. Das sind die Schalen, die kann man sogar noch verbrennen. Und raus kommt nachher am Ende diese Masse. Also die sind wirklich sehr weich. Ihr seht, ich kann da noch richtig reinstechen. Die hier sind schon ein paar Tage getrocknet. Und die sind immer noch sehr weich. Ja. Ja. Und diese etwas groberen Teile, mache ich dann in einem ganz normalen Mixer, mache ich die klein. Zu einem Granulat. Das lasse ich trocknen. Wenn es dann richtig trocken ist, dann fülle ich es einfach ab und nehme dann je nachdem, wie mein Bedarf ist, wie ich es brauche. Also immer so etwa 90 Gramm für eine Portion setze ich dann immer an, wiege dann immer 90 Gramm ab von den 80 bis 90 Gramm und setze das einfach nur mit 300 Gramm Wasser an. Hier seht ihr es. Ich denke, man sieht es noch ganz gut, dass hier unten die Kastanien liegen. Diesen Sud setze ich einfach nur an, lasse ihn einfach über Nacht stehen und am nächsten Morgen siebe ich es einfach ab und mit dem Sud wasche ich dann. Immer so zwei bis drei oder ein bis zwei Kappen von den herkömmlichen, also wie auch das Flüssigwaschmittel ist, diese Kappen, diese Deckel, die nehme ich dazu immer. Je nachdem wie dreckig es ist, meistens zwei Kappen. Zusätzlich nehme ich immer noch ein bis zwei Teelöffel Soda mit rein. Das dient einfach zur Fettlösung oder zur Fettlöslichkeit. Fleckenlöslichkeit ist das noch ein bisschen besser und natürlich auch der Enthärter. Also er enthärtet euer Wasser noch zusätzlich. Ja, und damit wasche ich schon seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Die Wäsche wird wunderbar weiß oder wunderbar weich auch.
und schont die Umwelt, es schont euren Geldbeutel. Es macht lediglich ein kleines bisschen Arbeit, die sich aber wirklich lohnt. Ihr könnt auch die Kastanien so nehmen, also richtig zerschlagen sozusagen und auch die klein machen mit den Schalen. Für dunkle Wäsche ist das auch durchaus okay, aber bei weißer Wäsche solltet ihr aufpassen, denn die Schalen färben und sie können dann einen leichten bräunlichen Film so im Laufe der Zeit hinterlassen. Deswegen schäle ich die immer und mache die dann immer so mit dem Wasser, setze die dann immer regelmäßig an. Dieser Sud ist auch relativ schnell zu verbrauchen. Er ist natürlich ohne Konservierungsstoffe und hält sich natürlich dann nicht ewig. Aber so 2, 3 Wochen, 4 Wochen schafft er das schon. Wenn es etwas schneller gehen soll und ihr braucht schnell Waschmittel, dann könnt ihr auch diese groben Teile direkt in ein kleines Leinsäckchen nehmen und das direkt mit in die Wäsche schmeißen. Das funktioniert auch, ja, weil ja direkt, hier sieht man es ja direkt auch, die ganzen Saponine, also die ganzen Waschstoffe freigesetzt werden. Oder ihr nehmt jetzt diesen Sud, erwärmt ihn ein bisschen, also köchelt ihn so 15 Minuten vor sich hin und nehmt dann den direkt. Das geht dann natürlich auch ein bisschen schneller, bedeutet natürlich dann auch noch ein bisschen Energiezufuhr. So könnt ihr das Ganze aber verkürzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch, wenn ihr mich meinen Kanal abonniert. Da werden noch öfters jetzt Videos in diese Richtung zum Leben, zum autarken Leben kommen, dass wir wieder mehr in die Natürlichkeit gehen und bewusster mit der Natur und mit unserer Erde umgehen. Da sollten wir alle ein bisschen hinschauen und da gibt es bei mir einige Impulse, einige Ideen, wie man das umsetzen kann. Ich freue mich auch über finanzielle Unterstützung, wenn ihr also wollt oder wenn ihr das mögt und ich soll da noch ein bisschen aktiver werden. Also auch gerne finanzielle Unterstützung oder auch Ideen und Vorschläge, was ihr gerne wollt, was ihr gerne mal sehen wollt, wo ihr gerne mal etwas darüber wissen wollt, könnt ihr auch gerne mit unten in die Kommentare mit reinschreiben. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit und eine schöne Zeit euch. Lasst es euch gut gehen.